Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt, wo ich am Überlegen bin, wie wir das aufbauen. Ich habe mir überlegt, sowas wie ja, Aufbausimulationen, Aufbauspiele sind ja oftmals nicht jedermanns Sache. Und dementsprechend werde ich jetzt ab und zu mal ein paar kleine Sachen mit einer Folge raushauen. Und wenn ihr dann mehr davon sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, dann machen wir was dazu. Und ich muss sagen, TerraScape ist jetzt das erste von dieser Reihe. Ich muss gestehen, ich feiere es sehr. Ich habe das, ich glaube, bei den Peets gesehen und fand das Spiel sah sehr, sehr gut aus. War mir aber nicht sicher, ob es im Einzelspielermodus genauso gut ist. Und ich finde tatsächlich schon, es macht super viel Spaß. Ich bin echt schlecht in dem Game, werdet ihr gleich sehen. Aber man kann es gut mal zwischendurch spielen, einfach weil die Runden auch nicht so lang sind. Und dementsprechend dachte ich, ich zeige euch das erstmal. Und ich habe schon eine Idee für das zweite Spiel, was wir dann machen. Da weiß ich, das wird ein bisschen länger, aber ich werde genauso schlecht sein wie in diesem Spiel. Also, perfekt. Also, dann beginnen wir einfach mal mit TerraScape. Was ich schon mal cool finde, ist, dass man hier nachher sein Wappen anpassen kann, wenn man ein paar Punkte gemacht hat. Gehen wir mal auf Einzelspieler. Ich habe tatsächlich Szenarien und Puzzle Terrors noch nicht gemacht. Ich habe es jetzt nur das König in den Ko im Königreich-Modus gespielt. Wie man hier sieht. Ich weiß nicht warum, aber auf den kleinen Terrors bin ich richtig, richtig schlecht. Mittel und groß geht einigermaßen, deshalb nehme ich wie immer Mittel. Man kann hier seinen eigenen Seed eingeben. Nehmen wir doch einfach mal Lissauri. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Nehmen wir das mal. So. Wir kennen das ja alle. Jemand liest sich ja gerne so gar nicht die Beschreibung durch, also ich. Und dementsprechend kann ich euch nicht mal sagen, ob das Ziel wirklich das ist, was ich denke. Aber wir haben hier gleich diesen, also wir haben, wenn wir den Burgfried gebaut haben, haben wir hier einen Burgfried-Modus, den wir, ich glaube, das ist das Ziel, es auf voll zu kriegen. Und das hier ist jetzt unsere Map. Ich finde das übrigens super cool, dass das Wasser hier am Rand runterläuft. Ist das schick, hier auch. Ist mir vorher nie aufgefallen. Fangen wir erstmal mit dem Burgfried an. Ich habe gelernt, den sollte man irgendwo hinstellen, wo der so komplett unnütz ist, weil den braucht man eigentlich nicht wirklich. Wo ist er am wenigsten im Weg? Hier hinten wäre er am wenigsten im Weg. Dann weg damit. So. Dann können wir uns spezialisieren auf Grundnahrung oder Siedlung. Bis jetzt bin ich tatsächlich hier nur bis Kultur gekommen, hier bis Textil, Fischfang und Bergbau. Handwerk habe ich noch gar nicht gemacht gehabt. Weil man muss sich ja immer so ein bisschen entscheiden, was man nimmt. Und dementsprechend bin ich da halt noch nicht so weit gekommen, wer hätte es gedacht. Ich bin gerade am Überlegen. Hier bin ich. Da weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, bis hier größtenteils gekommen. Aber ich habe gelernt, Grundnahrung ist gar nicht schlecht. Da, dann kann man hier Karten ziehen. Und hier sieht man schon, welche Karten man überhaupt möglich hat. Wenn man die Sachen verbessert, beziehungsweise mehrere davon baut, dann wird das, dann kriegt man neue Karten. Und hier könnt ihr mal sehen, ich habe noch nicht so viel freigeschaltet. Wie gesagt, ich habe das Spiel auch noch nicht so lange, aber ich fand es sehr cool und dachte, es wäre eine gute Idee, das mal zu probieren hier. Zum Beispiel eine Obstplantage können wir bauen, indem wir hier drei Sammelhütten aneinandersetzen. Und die bringt hier sehr viel. Also die goldenen bringen immer mehr. Sammelhütten machen natürlich an Beerensträuchern sehr viel Sinn. Jetzt gucke ich mal, wo sind ganz viele Beerensträucher? Hier sind ganz viele. Man kann die komplette Map besetzen. Dementsprechend ist es tatsächlich komplett egal, wo man genau sich hinsetzt. 100. 100 ist gerade das Beste, was wir haben. Zumindest schaut es so aus.
Da haben wir auch 100. Und das ist ein bisschen weniger im Weg, aber da können wir auch 100 machen. Dann können wir hier eine Obstplantage hinbauen. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Denn man muss dann lernen, so ein bisschen zu haushalten, was am sinnigsten ist, wo man sich am besten hinsetzt, damit man sich für später keine Sachen verbaut. Und hier hätte ich mir direkt schon was verbaut, weil da kann ich halt nicht anlegen. Dann gehen wir mal hier hin. Und dann haben wir mal schon gut Punkte gemacht hier unten. Bauen wir noch eine daneben. Die bringen uns jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Was ein bisschen traurig ist, aber guck mal hier. Jetzt haben wir eine Jagdhütte schon freigeschaltet. Wow. Ich will jetzt gerade die Jagdhütte nicht. Ich hätte gern. So, ich ziehe mal noch eine Karte, damit ich eine Sammlerhütte kriege, damit ich euch zeigen kann, was ich meine. Oh, das wird hier noch mehr bringen. Warte mal. Wenn ich das hier hinpacke, ja, dann haben wir trotzdem. Machen wir das so. Da haben wir trotzdem die Obstplantage hier. Und jetzt seht ihr das, was ich meine. Wir können jetzt hier upgraden. Und dementsprechend können wir uns jetzt. Hier kommen wir leider noch nicht drauf. Jetzt können wir Forstwirtschaft oder Siedlung nehmen. Ich glaube tatsächlich, Forstwirtschaft ist hier am sinnigsten, weil Bergbau könnte für uns noch wichtig werden, wenn man sich das anguckt. Wir haben tatsächlich viele Berge. Bergbau wäre also sinnig. Dementsprechend würde ich die Forstwirtschaft nehmen. Muss man sich halt auch immer so ein bisschen angucken, was die Map sagt. Was da am besten wäre. So, gucken wir jetzt erstmal wegen der Jagdhütte. Jetzt seht ihr nämlich hier, sind dann auch Tiere. Es gibt übrigens auch Wölfe, die, also Raubtiere, die irgendwo erscheinen können. Man kann hier dann die komplette Map abgehen. Also das ist wirklich ein Spiel, wo man taktisch agieren sollte. Nicht einfach drauf losbauen. Also das habe ich tatsächlich in meinen ersten Runden gemacht. Einfach drauf losgebaut. War eine Katastrophe. 75. Okay. Also immer ein bisschen gucken. Auch wenn die Map ein bisschen größer ist. Macht Sinn. Aber ich muss sagen, das Spiel macht mir super viel Spaß. Auch wenn man sich das gerade vielleicht noch gar nicht. 90. 90. 90 ist gut. Aber auf dem Dings will ich das nicht. Machen wir es so. Gut. Hier geht das dann nämlich auch immer ein bisschen weiter nach oben. Und dementsprechend kommen wir dann hier irgendwann in die weiteren Gebiete. Zum Beispiel jetzt hier in Siedlungen könnten wir dann demnächst investieren. Uns fehlt hier nicht mehr viel, glaube ich. Dann kommen wir hier weiter zu Bergbau. Oder dann entsperren wir die nächsten Karten. Das könnte auch sein. Ich muss gestehen, das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Könnte daran liegen, dass jemand sich ja nie die Sachen durchliest oder Tutorials macht. Wie denn auch? Warum sollte das denn jemand tun? Wir kennen das Spiel ja. So. Sowas läuft bei mir nicht. Guck mal, jetzt haben wir den Weizen freigeschaltet. Ich baue hier allerdings erstmal noch ein paar neue Büsche hin. Forstwirtschaft oder Grundnahrung? Da hätten wir jetzt Weizenfelder mit bei. Zum Beispiel könnten wir dann Bauernhof bauen, wenn wir Häuser hätten. Haben wir nicht freigeschaltet. Dementsprechend nope. Ochsenmühle. Kuhweide haben wir noch nicht freigeschaltet. Die Windmühle noch nicht. Aber man sieht dann hier immer so ein paar. Nennen wir es Formeln für Gebäudekomplexe, die man noch nicht entdeckt hat. Also man kann hier wirklich komplett durchgehen und die sich dann irgendwann zusammensuchen. Wir packen erstmal einen Holzfäller irgendwo hin, finde ich. Ich glaube, das ist gar nicht so unsinnig. 65. 75. 75 klingt gut. Ich glaube, 75 ist tatsächlich auch das Maximum, was wir nehmen können. Packen wir den mal da hinten hin. Und dann hier noch rein. So. Und wir haben den Förster. Bei dem Förster weiß ich, hier, da gab es den königlichen Wald.
Finde ich nicht schlecht. So, bräuchten wir noch einen. Komm schon. Natürlich nur ein Holzfäller. War ja klar. 70. Nur die 70. Ich will eine 75. Das ist traurig. Traurig, traurig. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, die 75 ist aus. Dann müssen wir, glaube ich, mit der 70 gehen. Wo war denn die jetzt nochmal? Hier oben, ne? So. Die Sache ist, man muss nicht alle Karten verbraten. Man kann sich die auch aufheben. Man kann das Ganze hier auch drehen. Ab und zu mache ich das, aber tatsächlich eher selten. Und man kann hier sehr nah dran. Ich finde das super schön, weil es ist so detailreich, wenn man sich das anguckt hier. Ah, schon schick. Das ist wirklich schick gemacht, muss ich sagen. Und das ist hier unser... Oh, das ist mir noch nicht aufgefallen. Da ist ja sogar unser Wappen dran. Wie cool. Das finde ich wirklich schick. Also man merkt, ich habe nur oberflächlich gespielt. Das habe ich alles noch nicht gesehen hier. Gut, gut. So ungefähr waren wir, ne? Ja, hier ist nämlich gerade unser... Komm, ich will das hier noch fertig kriegen. Dann seht ihr nämlich hier mal. Flop, flop, flop. Dann kriegen wir auf einmal einen ganz großen Wald dazu. Dann haben wir den königlichen Wald gebaut. Und zusätzlich können wir noch mehr Wald platzieren. Da weiß ich allerdings nicht, ob es teilweise da sinnige Plätze gibt oder unsinnige Plätze, muss ich gestehen. Aber der königliche Wald finde ich sehr lustig, dass der auch mal dann Kiefernwälder hat. Die Waldsiedlung, die ist auch sehr, ja, problematisch. Da braucht man super, super viel für und vor allen Dingen muss man das halt auch genauso anordnen, damit es funktioniert. Und das kann einen später schon echt in die Bredouille bringen, wenn man eigentlich auf Punkte geht. Das mit den Decks hier, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, muss ich gestehen. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Läuft wieder richtig gut, aber wir haben hier wirklich ganz schön viel. Und da könnten wir mal gucken. Vielleicht sollten wir da mal so in die Richtung gehen. Sägewerk, das brauchen wir dafür auch. Würde ich sagen, dann machen wir das doch mal hier unten, dass wir das hier irgendwo so reinbauen. So. Das Sägewerk muss in die Mitte. Das heißt, dann packen wir hier den Holzfäller hin. Dann muss hier unten der Holzfäller noch hin, der andere. Jetzt ist die Frage, Bergbau, Lebensmittel... Oh, Bergbau. Bergbau. Wir müssen auf Bergbau. Hier müssen wir leider auf Bergbau. Platzieren hier noch einen Wald. So. Wir brauchen Bergbau. Steinbruch. Da gucken wir mal. Wo lohnt sich der Steinbruch denn am meisten? Hier haben wir 45, 45, 60. Die Berge sind hier übrigens fest. Die kann man nicht wegkloppen, muss ich sagen. Hat mich in der vorletzten Runde, 65 ist gut, auch schon echt viel gekostet. 80! Nehmen wir die 80. Noch ein Steinbruch. Na komm, 65. Also es hat mich schon sehr, sehr viel gekostet und ich bin echt verzweifelt daran. Gerade diese Sachen sind übrigens super schlimm zu bauen, weil man die Berge ja nicht bewegen kann. Und zum Beispiel hier ist ein Berg mit inbegriffen. Das heißt, man hat echt die Arschkarte teilweise. Das ist echt frustrierend, muss ich sagen. Okay, gehen wir auf Bergbau. Was haben wir denn da? Steinbruch, okay. Wir haben jetzt erstmal die Eisenminen. Da haben wir was. Aber das ist echt nicht viel. Bei 40, 60.
Ja. Also gerade bei diesen Sachen, ne, muss man echt überlegen, was sinnig ist. Und ich muss auch echt sagen, für die Bergarbeit habe ich noch keinen optimalen Weg gefunden, wie ich damit umgehen soll. Weil ich muss wirklich sagen, ich finde es echt schwierig, da Wege zu finden, um da wirklich was Gutes hinzukriegen. 60. Ich hatte doch irgendwo, glaube ich, 65, ne? Oder? Oder nicht? 60. Ich hatte irgendwie gedacht, ich hätte irgendwo 65. Ja, schade. Entweder finde ich es einfach nicht mehr. Oder ich finde es einfach nicht mehr. Dann nehmen wir die 60er so. Oh, guck doch mal, Steinmetz. Das sehen wir jetzt, weil wir hier was Neues gekriegt haben. Nämlich den Steinmetz. Okay, wir gehen trotzdem jetzt erstmal ein bisschen auf Weizenfelder. Ich glaube, das macht ganz viel Sinn. Bei Weizenfeldern, oh, jetzt muss ich überlegen. Ja, die Häuser haben wir noch nicht. Das haben wir halt auch alles noch nicht, ne? Na, dann gucken wir mal, was so sinnig ist. Wir hatten doch irgendwo schon mal die Obstplantage. Ich meine, da in der Nähe ist das gar nicht so unsinnig. Machen wir das mal so. Haben noch ein Weizenfeld. Hier macht das nicht so viel Sinn. So, packen wir die trotzdem alle nebeneinander, auch wenn es nicht so viel bringt. Der Steinmetz will zu uns. Gut. Der kann jetzt richtig viele Punkte bringen. 70. 75. Ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwo über 100 kommen. Sieht gerade aber echt schlecht aus. 75. Da hat's geruckelt. 80. 80 klingt doch schon mal gut. Das ist alles nicht so gut. 80. Ich glaube, hier hinten ist es auch am sinnigsten einfach so ein bisschen ab vom Schuss. Obwohl. Jetzt muss ich mal gucken. Das sind, glaube ich, Eisenminen, ne? Eisenmine. Eisenmine, ja, das bringt mir nichts. Schade. Weil wir hatten ja noch hier irgendwo diese Formel. Irgendwo. Da. Und da brauchen wir den Steinmetz zwischen zwei Steinbrüchen. Und das haben wir dann nicht, wenn wir den dahin packen. Dann packen wir den doch hier hin. Ich probiere es einfach mal. Ich packe hier direkt. Obwohl, die Frage ist halt, muss ich den da hin oder muss ich. Ich müsste den so setzen. Haha, geht schon nicht. Ja, geil. Oder so. Ich habe es mir schon verbaut, Freunde. Ich habe es mir schon verbaut. Ich bin dumm. So läuft das, Freunde. So läuft das. Ich sag ja, ich bin nicht gut in diesem Spiel. Aber es macht trotzdem Spaß. Diese Kackberge, die gehen mir so auf den Sack. Weil ich muss halt auch sagen, es gibt Dynamit, aber damit kann man Gebäudekomplexe einfach nur wegbomben und nicht die Kackberge. Wieso kommen die nicht auf die Idee und sagen sich, komm, wenn ich damit Gebäude wegspringen kann, dann kann ich damit doch auch sicher einfach mal einen blöden Kackberg wegspringen. Aber nein, das wäre zu einfach. Okay. Dann nehmen wir hier die 60. So. Hier fehlt nicht mehr viel. Gehen wir auf Grundnahrung. Sammlerhütten. Hier bringt das nämlich ein bisschen Punkte.
Ich merke schon, ich werde schon wieder ein bisschen aggressiver hier. So. Das mit den Weizenfeldern ist hier natürlich immer doof. Ah, da können wir jetzt hinbauen. Weil das hier ist so Ödland und dementsprechend funktioniert das da alles nicht so gut. Dann gehen wir in den Forstbereich. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht wirklich noch ein zweites Waldgebiet hier bauen. Das bringt uns hier auch nicht so viel. Okay. Bergbau, Grundnahrungsmittel, Eisen platzieren. Ja, platzieren wir ein bisschen Eisen. Why not? Komm, wir platzieren hier überall Eisen. Rund um den Berg. So macht man das heutzutage. Forst. Hier haben wir es. Da, da, da. Und da haben wir den nächsten großen Wald. Perfekt. Muss gestehen, ich habe noch nicht mal gesehen, dass wir so weit sind. Holzfäller, 85. 85, 95. 95 hört sich nicht schlecht an. Das machen wir. Das nehmen wir mit. So. Fischfang oder Lebensmittel? Wir gehen auf Lebensmittel. Wir gehen auf Lebensmittel. Und Freunde, guckt mal her. Das ist hier so ein bisschen ausgebaut. Das sieht schon nicht schlecht aus, oder? Das ist schon schick. Muss ich wirklich sagen. Hier mit den kleinen Häuschen und so. Finde ich, macht sich nicht schlecht, ja. So, wir sind auf Lebensmittel gegangen. Das heißt, wir haben jetzt eine Brauerei. Oh ja, mit der Brauerei, da hatte ich auch noch irgendwas. Genau das hier. Die Brauerei und ich, wir haben so eine Hassliebe. Nennen wir das so. Denn ich habe dieses Ding einfach noch nicht geschafft. Und ich verstehe nicht, warum. Weil es jedes Mal, es passt einfach nie bei mir. Es passt nicht dahin, wo ich es hinhaben möchte. Das ist jedes Mal das Problem. So. Das würde halt richtig Sinn ergeben, wenn ich das hier hinsetze. Aber das funktioniert so nicht. Boah, also das macht hier richtig, richtig viel Sinn. Ich brauche die Punkte. Freunde, ich brauche die Punkte. Jetzt müsste ich eine Windmühle haben. Und die macht hier ja auch ganz viel Sinn. Perfekt. Na komm, dann kann ich noch ein Weizenfeld hier eigentlich platzieren. Das hätte ich eigentlich vorher platzieren sollen. Dann hätte ich nämlich mehr Punkte gekriegt, Freunde. Ich bin dumm. Aber das ist ja nichts Neues. So, hier. Großabriss. Ich weiß auch nicht, wie man Karten los wird, muss ich gestehen. Wenn man die erstmal im Dings hat, weiß ich nicht, wie man die los wird. So, das will ich bauen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf Brauerei hier. Das heißt, ich muss die leider so ein bisschen setzen, wo sie nicht so viel Sinn macht. Weil ich einfach... Und hier haben wir das Problem, dass es dann runtergeht. Machen wir die hier irgendwo hin? 30. 30 ist halt echt nicht viel. Ich befürchte, dass ich jetzt eine Windmühle kriege. Ja, sogar zwei. Yippie. Dann setzen wir eine dahin. Und wegen der Windmühle, ja. Oh, das ist natürlich cool. Das ist cool. Normalerweise kriegt man Minuspunkte für andere Sachen, die so ein bisschen im Weg stehen. Die zu nah sind. Also nicht bei allen Sachen, wie zum Beispiel bei den Sammlerhütten oder so. Da gibt es halt Pluspunkte dafür. Aber zum Beispiel bei Jagd oder so gibt es Minuspunkte dafür. Und dementsprechend ist es meistens halt nicht so toll, in so eine Umgebung dann noch eine Windmühle reinzusetzen. Aber in diesem Fall scheint das gar nicht so schlecht zu sein. Können wir da noch eine reinsetzen? Ja, könnten wir. Ja, und jetzt gibt es Minus hier.
Schaut euch das an. Hier könnten wir eine hinsetzen. Dann gibt es 60. Sache ist, wir haben halt. Na komm. So, hier habe ich angefangen. Ich hätte gern. Nicht die Windmühle! Ich hasse die Windmühle. Aber die mag mich. Die mag mich leider. Kackwindmühle. Okay, wir müssen eigentlich in Lebensmittel weiterkommen. Allerdings auch in Bergbau. Aber in Bergbau bin ich schlecht. Wir gucken einfach mal. Ich habe ja irgendwo ganz viel Eisen hingesetzt, ne? War das hier? Ich glaube, das war hier, oder war das? Das war hier, eindeutig. 70. Warte mal, das ist. Hallo, du bist ein Steinbruch. Vielleicht komme ich dann ja doch noch an das hier ran. Steinbruch. Dazwischen muss ein Steinmetz sein und dann wieder ein Steinbruch. Okay. Dann machen wir den hier hin. Dann muss dann Steinbruch hin danach. Das heißt, wir gehen nochmal auf Schmelze. Ja, geil! Schmelze macht halt hier in diesen Gebieten viel Sinn, wo wirklich viel ist. 110. 110, 110, 120. Nehmen wir 120, 20. Okay, I'm sorry. Ich habe manchmal ein paar Probleme hier bei diesem Spiel. Wann denn auch mal nicht? Ja, hier, das könnten wir halt auch machen, aber da brauchen wir diesen Kackberg im Weg. Das ist halt auch so eine Sache, warte mal. Wir haben hier, guck mal, wir haben eine Eisenmine und wir haben eine Eisenmine. Und wir haben eine Schmelze in der Mitte. Was keinen Sinn ergibt, die bräuchten wir hier. Gut. Funktioniert also schon mal nicht. Schade. So, aber wir wollten ja das andere noch probieren. Hier, das da. Ach nee, ich brauche hier keinen Steinmetz. Ich brauche hier. Fuck. Fuckity fuck fuck. Freunde. Jetzt so langsam seht ihr den Untergang. Den Untergang der Lizzie. Und langsam fange ich nämlich an, unkontrolliert zu bauen. Und ich glaube, damit reiße ich mich rein. Ich hätte ja nicht auf Bergbau gehen sollen. Und hier fehlt mir immer noch diese blöde Brauerei. Genau die. Dankeschön. So. Nicht das. Knick. Ich will nicht das. Nicht das. Wo ist es? Was ist denn das mit der Brauerei? Brauerei? Nicht das? Hä? Jetzt finde ich gerade etwas. Das da. Brauerei, Brauerei und. Ja, die Sammlerhütte. Und irgendwas brauche ich dafür noch. Die Frage ist, was brauche ich dafür? Ich muss da weiterkommen. Ich weiß bloß nicht, ob ich hier bei Lebensmitteln weiterkommen muss. Oh, eine Windmühle ist ja mal was ganz Neues. 175. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 175. Das klingt gar nicht schlecht. Die packen wir einfach mal alle nebeneinander. Wir haben Metzger. Freunde, der Metzger ist jetzt da. Vielleicht baue ich ja den. Ich würde den gerne dahin packen, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Okay, bei den Metzgern. Ab und zu sind die mitten im Wald richtig gut.
Muss ich gestehen, habe ich immer noch nicht verstanden, warum. Und an Flüssen gibt es immer gut Punkte. 70 hätten wir da schon mal. 80 hätten wir da. 80, 110. Hier hinten haben wir halt noch gar nichts und es gibt 110. Wahrscheinlich, weil die Tiere da alle trinken. Nicht ertrinken und auch nicht sich ertränken, sondern weil sie da Wasser schnappen. Schnabulieren. So. Gehen wir da hin. Da einmal den Metzger, bitte. Ich weiß auch nicht, ob es für den Metzger noch irgendwie eine Erweiterung gibt. Muss ich echt sagen. Das finde ich ein bisschen frustrierend, weil hier wird auch nichts angezeigt. Frustrierend. Das hier will ich machen. Ich will das machen. Ich weiß bloß echt nicht, wie. Das bringt mir halt nur 45, ne? Das ist egal, wie ich das hier mache, es ist Kacke, weil hier einfach schon so viele Dinge sind. Das würde Sinn ergeben, aber hier ist halt schon was. Packen wir da noch eine hin. Metzgerei. Oh. War ja klar, eine Windmühle. Das ist ja mal was ganz Neues. Das Problem ist, Windmühlen brauche ich halt gar nicht. Und wenn hier irgendwo ein blöder Kackwald ist, dann bringen die uns halt auch gar nichts. Wenn ich die hier irgendwo mitten reinstelle, bringt es mir auch nichts. So. Stelle ich eine dahin. Stelle ich jetzt überall meine Windmühle hin. So, da noch eine Windmühle. Da noch eine Windmühle. Kriege ich wenigstens ein paar Punkte dafür. Ich muss die eh platzieren. So. Oh. Das sieht gut aus. 55. Das ist echt nicht so viel. 60. Machen wir da noch Weizenfelder hin? Man sieht, meine Karten werden weniger, weil ich nicht gut genug vorankomme. Ich habe die Hoffnung, dass mir der Metzger. Ja, hier. 75. 80. Der gibt mir minus. Okay, das ist nicht gut. Dann sollten wir da nicht in die Nähe gehen. Siebzig, 80, 90. 90 ist gut, vor allen Dingen ist das so ein kleines Loch da unten. Kann ich eh nicht jetzt reinstellen. So. Die da noch hin. Macht halt auch so gar keinen Sinn. Da gibt es eine 40, da gibt es eine 45. So langsam wird es echt knappig hier. Grundnahrung. Nur noch eine Karte. Windmühle. Ah, oh, ich habe das Falsche gewählt. Fuck. Das war mal wieder dumm. Oh Gott, Freunde. Ich hasse es. Ich bin so dumm. Es gibt mir minus 5, das ist Käse. Ich wollte nicht Lebensmittel, ich wollte Grundnahrung.
Weil ich wollte nämlich hier noch einen hinbauen, damit das hier größer wird. Damit ich dann hier noch ein paar Büsche hinhauen kann. Hat gut geklappt, würde ich sagen. Mir hat minus 20! Minus 40! Das ist nicht gut. Ganz auch gar nicht gut. Ah, die 70 nehme ich mit. Leute, ich würde sagen, wir haben unsere Runde gleich beendet. Ich bin nämlich schlecht. Und wie wir sehen, habe ich hier noch super viel nicht genutzt. Das hätten wir noch machen können. Fischfang hätten wir machen können. Siedlung habe ich ja komplett ausgelassen. Das ist schwierig. Schwierig, schwierig. Ich weiß auch nicht tatsächlich, ob man alles machen kann. Aber ich würde gern in manchen Sachen einfach endlich mal weiterkommen. Komm, ich baue da... Das bringt mir nichts gut. Gut, dann gehe ich nochmal... Oh, Weizen. Dinge, die mir nicht egaler sein könnten. Weizen. Boah. Das wäre so viel besser, wenn dieser Wald hier nicht wäre. Das ist frustrierend. Aber ich komme über manche Sachen auch echt nicht hinaus. Ja, und der Bergbau, ne? Der Bergbau ist halt auch so eine Sache, die mich echt... Die tut mir nichts Gutes. Minus 180, ey. Fuck my life. 180. 120. Es gibt auch 120 da. Da bringt mir das gar nichts. 120 nehme ich. 125 nehme ich. 125 bitte. Einmal in den Karton. Danke. Steinbruch. Wir brauchen Steinbruch. Da brauchten wir Steinbruch. Für dieses komische Ding, was wir sowieso niemals schaffen werden. Da. Weil wir nicht wissen, was der Rest ist. Weil wir den Rest einfach nicht kennen. 40. Bonn ist einfach mitten hier. Hier ins Nichts. Hätte auch was. 50 ist, glaube ich, gerade maximal. 55. So. Zwei Karten. Das ist schick. Metzger wäre jetzt was Feines. Ein Geldkoffer wäre jetzt was Feines. Kein Geldkoffer. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ganz viel 75. Die 75. Ich bin davon überzeugt, wir hatten schon mehr als 75. Hier war doch gerade irgendwo. Oder auch nicht. Ich glaube, man kann sich das auch irgendwie anzeigen lassen. Muss nicht hier rüber habern, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. 85. Nehmen wir die 85. Ist, glaube ich, gerade das Beste, was wir kriegen. Wir brauchen echt viele Punkte. Ich glaube, auf diese Punkte kommen wir nicht. Nicht mit den Sachen, die wir gerade haben. Fuck.
Am ehesten glaube ich noch mit dem Förster. Wenn wir... Was bist du? Das ist eine Jagdhütte. Schade. 40. Holzfäller 60. 65. 65. 65. 85. 85. Nehmen wir dich. Puh. Forstwirtschaft habe ich gerade was gekriegt. Was habe ich denn? Köhler. Den hatte ich noch nicht. 110. 110 klingt gut. 110 klingt sehr gut. Muss ich aber mal gucken. Köhler. Habe ich damit jetzt irgendwas freigeschaltet hier? Hätte ich da gedacht. Okay, nö. Ich auch nicht. Nirgendwo? Dein Ernst? Siebzig, schon mal gut, 80, noch mehr 80, 'Komme ich halt immer noch nicht weiter, weil ich nicht weiß, was mir da fehlt. 100 Pro immer noch ein Metzger. Irgendwo. Warte mal. Oh. Oh! 225. 235. Freunde. Und wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Jetzt ist die Frage, Handwerk oder Textil? Textil war ich schon mal, Handwerk noch nicht. Deshalb, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es in Handwerk geht. Aber Textil habe ich schon mal gemacht und dementsprechend gehe ich jetzt dahin, weil ich weiß, dass es gar nicht so schlecht ist. Jetzt gibt's Raubtiere. Textil. Wow, wir kriegen als erstes nur Blümchen, dein Ernst? Wow. Gut. Gut. Jetzt, da wir die Blümchen haben, gibt es da noch den Gerber. Gerber! Der hat mich hier irgendwo gerade mehr... Warum hat er mir da gerade mehr angezeigt? Ich weiß es nicht. Aber auch nur dank dem Wasser. 100. 100 sieht nicht. 130. 130, Freunde. 130. Und jetzt gibt es meine geliebten Schafe. Meine geliebten Schafe. Die sind super. Denn mit denen, Freunde, der Sonne, gibt es die Alm. Und ich liebe die Alm. Die Alm ist super putzig. So. Verwandeln unsere kleinen Schafe in eine kleine Alm. Sind die süß? Okay. Musste mal gesagt werden. Und jetzt haben wir da noch was freigeschaltet. Und es ist die Schneiderei, Freunde. Die Schneiderei. 170. 185. 185. 185. 185 klingt nicht schlecht.
Boah, die Gerberei gibt alleine 40, ne? Okay, uno momento. Wir machen. Wir packen hier die Gerberei hin. Und dann packen wir hier noch eine Schneiderei hin. 225. Okay, langsam geht's voran hier. Weißt du, auch wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das ist meine Alm. Was lernen wir daraus? Alm retten Leben. Jetzt ist die Frage. Okay, Metzger neben der Alm bringt nicht so viel. Der Versuch war's wert. Der Versuch war's wirklich wert. Hier überall schon Metzger, das gibt's doch gar nicht. 60, 70, 80. Packen wir da noch einen hin. So, meine Schafe, ne? Hier hinten macht sich das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir hier noch eine Alm hinbasteln irgendwo. Aber da vorne hatte ich doch... Okay, wir brauchen... Wir brauchen da Büsche bei der Alm. Daraus wird keine Alm, das ist das Problem. Ich muss dann hier abbiegen. Dann wird daraus eine Alm. Packen wir da noch Flachs hin. Komm, gib mir noch... Ja... Das macht sich da auch ziemlich gut. Komm schon. Imker. Ein Imker. Oh, 145. da. Bei dem Blümelein. Oh, ich glaube, irgendwie die 170 ist es. Eine Imkerei. Die muss ich mir mal angucken. Ach, sieht das süß aus. Also die armen Bauern, die jetzt hier drumherum müssen, ne, die tun mir ein bisschen leid. Ich wette, die werden jedes Mal gestochen. Vor allen Dingen, wenn ich hier bei den Flachsfeldern arbeiten. Obwohl, die sind ein bisschen weiter weg. Ne? Das ist schon gar nicht so schlimm. Wie die kleinen Schäfchen da rumtollen. Das ist so putzig, Freunde. Ich muss echt sagen, ich bin begeistert. Okay. Wie habe ich das denn jetzt gedreht hier? Und wie hatte ich das denn vorher? Ich habe keinen Plan mehr. Ich habe echt keinen Plan mehr. Ich glaube, so irgendwie. Okay. Ich wollte noch irgendwas tun und das hat er irgendwas... Ach, Schafe. Ich brauche noch ein Schafi. Hier brauche ich ein Schafi. Ich brauche noch ein Schafi für eine Alm. Danke. Danke. So, 200. 425! What? Freunde, ich würde sagen, das war gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ja, gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich sag ja, die Alm rettet Leben. Also wirklich, die Alm ist so das Beste, was es gibt, meiner Meinung nach. Es tut mir leid. Aber es ist so. Das habe ich eben. Das Problem ist, hier gibt es halt... Hier könnte ich noch eine Alm hinbasteln. Die bringt mir gerade nicht so viel, aber später schon. Ey! Ey! Ist frustrierend. Die
Brauerei, die wäre jetzt hier optimal, ne? Okay, da vorne halt nicht, ne? Aber da brauche ich halt immer noch was für. Fällt mir gerade so auf. Warte mal, habe ich das mittlerweile? Das war irgendwo ein Weinberg, hätten wir auch noch machen können. Hier war die Alm. Da, wir wissen immer noch nicht, was es ist. Schade. Ja gut, leider nein, leider gar nicht. 50, 60, 80. Hundertfünf ist gar nicht schlecht. Da nehme ich wohl die 105. Dingens. Ich hätte halt sonst noch irgendwo welche haben müssen. So. Hier müsste ich eigentlich noch irgendwo ein Gerber reinstellen. Der bringt mir gar nicht so viel. Ich habe da mittendrin tatsächlich noch einen Platz frei. Witzig. Genau einen Platz mittendrin frei. Okay, 75. Da sind wir alleine bei 80. Dann komm, geht's dahin. Ja, und hier wollte ich eine neue Schafsweide machen, ne? Das war ja was. Da war ja was. Noch ein neuer Imker. Oh ja, ein Imker. Da bin ich dabei, Freunde. Ich glaube, die 400 werden wir nicht wieder knacken, ne? Schade. Das war schon echt gut. Das hat halt echt gut gepasst, da mitten rein und dann 400. Naja, über 400 sogar. 130, 140. 145. 155. Ja, ich glaube 155. Genau daneben. Das ist es, glaube ich. Traurig, aber wahr. Freunde, traurig, aber wahr. So. Jetzt gibt es eine neue Alm. Neue kleine Alm. Jetzt ist die Frage. Die bringt mir halt nirgendwo was. 60. Komm, packen wir die da noch hin. Wir haben sie eben im Winter, also. Siedlung, Meilenstein, wow. Wow. Wow, 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 wir sind gar nicht so schlecht mit den Punkten, wirklich nicht. Ich hoffe, dass sich das gleich verbindet, weil ich bin mir tatsächlich nicht sicher, weil es nicht auf einer Höhe ist. 150, oh, 300, 325. 325, das ist nicht schlecht, würde ich sagen. 325, auch da. Ja, komm, setzen wir einfach in den Wald rein. Die Schneiderei, die macht sich im Wald ganz gut, finde ich. Wow. Also ich muss echt sagen, punktetechnisch ist das gerade Bombe. Ist wirklich nice. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil wir halt schon so oft so hart am Rande des Abgrunds standen. Ich weiß nicht mit den Raubtieren, was genau die uns so bringen. Ich kann die mal so in Richtung Jäger setzen. Hier so. Mal gucken. Vielleicht bringt uns das was. Das war, glaube ich, nicht so gut. Imker! Neue Imker!
290. Boah, das gefällt mir hier. Das gefällt mir richtig gut hier. 300. 315. 315. Wupp, 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 wupp. Könnten auch hier mitten reinstellen. Würde uns nichts bringen. 320. Ist das höchste bis jetzt, ne? 320 auch hier. Dann gehen wir dahin. Das sieht doch nice aus. Ich hätte echt gedacht, dass wir schon lange krepieren. Wow, wow, wow. So. Noch ein Imker. Okay. Das ist kein Goldener. Das heißt, er bringt nicht so viel. Wir hatten hier irgendwo der. 120. Und 140. 145. Wahrscheinlich ist 145 hier der höchste. Dann nehmen wir die 145. Gott, sieht da schön aus. Das freut mich doch. Deliziös, deliziös hier alles. So. Mit den Schafen, ne? Das ist schon... Wie gesagt, die Alm rettet Leben. Die Alm ist halt wirklich immer noch das Beste, was wir so haben können. Das hat mir jetzt 0 Punkte gebracht. Warum habe ich das da hingesetzt? Ich bin dumm. Naja, egal. Egal, nur weil ich dumm bin, bin ich dumm. So. Eine Brauerei könnten wir wahrscheinlich hier bald wieder hinsetzen, ne? Ich gehe noch mehr auf die Schafsweide, es tut mir leid. Verbindet ihr euch? Ja, ihr verbindet euch! Yes! Gott sei Dank haben die sich da verbunden. Ich war mir echt nicht sicher. Da war ich mir echt nicht sicher, ob sie das tun. So, wir könnten hier noch eine Schafsweide hinbasteln. Oh, Burgfried! Handel oder Handwerk? Wir nehmen den Handel, weil ich den einfach noch nicht kenne. Oh mein Gott! Erreiche Burgfried Stufe 6 und Handel. Wupp, wupp. So, Handel. Und noch eine fette Imkerei. Erstmal die fette Imkerei. Es tut mir leid. Ist 215, 290, 305, 310. 310. La 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 la. Schnubbeldiwob. Oh, hier hinten. Da habe ich auch irgendwas. Ach, das ist ein Metzger. Boah, ich habe noch so viel Platz, ne? Ich habe alles da hinten nur in die Ecke geschustert. Na, ich glaube, wird die 310, ne, Freunde? Jetzt die nur wiederfinden. Da ist eine. Nehmen wir die. Sowas macht mich glücklich. Sowas macht mich richtig glücklich. Handel. Transport. Was zur Hölle? Okay. Oh, okay.
Okay, wenn da Tiere im Weg sind, findet er das nicht geil. 110, 125, 130. Hundertdreißig, 105, 140. 140 nehmen wir mal, ne? Und hier war ja irgendwo die 130, die packen wir uns auch mal gleich rein. Dann gucke ich mir den Rest vom Leuchtturm. Interessant. 90. Ja, die Ränder können wir natürlich nutzen. Minus schlag mich tot. Hier bei denen können wir die auch nicht hinpacken. Bei den Seen halt so gar nicht. Also wirklich nur bei dem großen Wasser. Das große Wasser ist. Davon haben wir jetzt nicht so viel. Das ist ein bisschen traurig. Ja, dann nehmen wir wohl die 90, würde ich sagen. Ein Lagerhaus. Hätte ich gedacht, dass die Fische gehen voll aufs Lagerhaus. Dein Ernst? Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Die Sachen gehen auch aufs Lagerhaus. Okay, 75. 115. Das nehmen wir. Oh, okay. Da könnten wir Dinge vereinen. Blocker entfernen. Was sind Blocker? Funktioniert nicht mit Flüssen. Ein Blocker von einem Feld entfernen. Warte mal, könnte man dann. Oh! Man kann Berge. Man kann Berge killen. Freunde, man kann Berge killen. Das macht ganz tolle neue Sachen mit mir. Das ist, man kann Berge killen, Freunde. Man kann Berge killen. 70 ist nicht so viel. Ist so gar nicht viel. Schade. Hier im Wald bringt uns das nichts. Einfach gar nichts. Dorf. Eins. Okay. Ich bin etwas verwirrt. Aber hey, Textil. 95. Würde meine ganzen Schafe gerne mitnehmen. Klingt nie schlecht. So, da haben wir die nächste große Alm. Ey, ich lebe hier von den Almen. Das ist halt wirklich so. Das ist gefühlt alles nur eine einzige große Alm hier. Aber ich muss echt sagen, das ist halt schon echt. Echt nicht schlecht. Es gibt mir echt viel Minus hier. Das gefällt mir nicht. Neunzig. 90. 90 ist nicht schlecht. Packen wir da mal was hin. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie Transportdinge, die sich zusammenklamüsern? Nein. Siebzig.
Wir haben einen Hafen, glaube ich. Einen Hafen. 110, 125. Hundertfünfundzwanzig. Hundertfünfunddreißig. Oh, das wird hier aber langsam. Langsam, aber sicher. Sieht das gar nicht so schlecht aus. Wenn ich jetzt noch Fischerei hätte, ne, das wäre optimal. Das wäre wirklich optimal hier. Ich habe doch irgendwo eine Alm angefangen, ne? Mit meinem Glück. Da habe ich eine Alm angefangen. Lebensmittel. Ich glaube, Lebensmittel bringt mir. Das ist ganz schön böse. Die Almen bringen mir keine Lebensmittel, aber die einzelnen Schafdinger bringen mir Lebensmittel. Wie böse ist das denn bitte? Das ist halt wirklich richtig böse. Das ist einfach nur ganz arg böse. 45. 65. 65. 70. Nehmen wir die 70. Mal wieder mitten im Wald. Der Metzger, der muss irgendwie im Wald stehen. Handel. Noch ein Leuchtturm. Leuchtturm bringt mir hier halt echt gar nichts. Boah, 130 kriege ich dann weniger, ne? Aua. Boah, okay. Also, Handel brauche ich eigentlich nicht mehr machen. Weil mir das hier so gar nichts bringt. Das ist halt leider wirklich so. Handel bringt mir nichts. Hundertfünfundzwanzig ist nicht schlecht. Die nehmen wir auch. Die nehmen wir auch. Wir hatten doch hier irgendwo dieses eine Ding. Das da. Aber da wissen wir ja immer noch nicht, was es ist. Scheiße. 70. 70 klingt nicht schlecht. Machen wir die 70 da mal hin. Fünfunddreißig ist jetzt nicht so viel. 45, 55. 60.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was nehme ich denn? Habe ich noch irgendwo eine mögliche Alm? Da habe ich noch eine mögliche Alm. Ich nehme Textil. Hier gibt mir das mehr. Oh, das ist schon wieder gut. Was habe ich da? 260, 370. 390. Freunde. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Niemand bietet mehr. Wieso läuft das gerade so gut? Was ist denn hier? Was ist denn hier falsch? 145. Hier ist das voll aus dem Weg. Wäre also gar nicht schlecht, wenn ich das nehme. Ich sehe da schon, meine ganze Map wird einfach mit allem voll gemacht. Das wäre schon lustig. Das wäre irgendwie wirklich lustig. Ich weiß nicht, ob die Sammlerhütten auch auf die Pflanzen gehen. Nein, tun sie nicht. Schade. Das war dann ungünstig. Dann machen wir aber hiermit noch ein kleines Obstplantäschchen. So, und die Jagdhütte. 45. 55. 60. Das nehmen wir, ist gekauft. Grundnahrung. Oh, ich habe endlich eine Kuhweide. Endlich eine Kuhweide. Damit konnte ich nämlich die Dinge tun. Das weiß ich. Jetzt muss ich sie bloß suchen. Das war nicht die Kuhweide hier. Da, Kuhweide. Kuhweide. Sollte bloß hier irgendwo in der Nähe. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Da habe ich so richtig viel Platz. So, dann kommt da ein Weizen hin. Da müsste dann Dings hin, was ich nicht habe. Jetzt aber! Halt, stopp, das hat sich hier schon verbunden, ohne dass ich das mitgekriegt habe. Kack. Puh. Es verbindet sich schon wieder, ohne dass ich das mitkriege. Was ist hier falsch? Ich frag einfach nicht. Warum sollte ich denn auch fragen? Wäre ja zu einfach. Sammlerhütten, 70. Bringt mir das nicht so viel.
Okay, das ist ein zu großer Abstand hier, das bringt nichts. Schade. Hier bei den Ochsen bringt mir das jetzt auch gar nichts. Toll. Nur bei dem einen Schaf würde es mir was bringen, wenn ich jetzt noch einen Metzger irgendwo hinsetze. Aber wir haben ja hier irgendwo... Hier. Und ja, hier bringt es nicht so viel. Hier wäre noch ein Plan. Transport. 45, okay. Da bringt mir jetzt doch gar nicht so viel wie gedacht. Eher weniger als gedacht. Hundert ist gut. Freunde, es wird eine richtig, richtig lange Folge. Es tut mir jetzt schon leid. 230, 235. 235. 280. 290, 335. Ich glaube tatsächlich 335 ist gerade das meiste, weil ich hier einfach keinen Platz mehr dazwischen habe. Nehmen wir doch das. Das ist schon heftig, ey. Was bringen mir die Raubtiere, ey? Ich weiß es nicht. Aber ich pack die einfach hier überall hin zum Dings. Zum Jäger. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich habe noch Schafe da, ne? Also Textil und so. Hundertfünfundneunzig, 260. Umgeht das da nicht? 400 hast du nicht gesehen. Nehmen wir doch 400 hast du nicht gesehen. Hundertsechzig. Wisst ihr, jetzt habe ich euch gesagt, ich bin so richtig grottig in diesem Spiel und ich gehe immer direkt drauf und hast du nicht gesehen? Und da passiert das. Boah, sieht das voll geklatscht aus da. Ja. Freunde, das ist mir noch nie passiert. Wirklich. Das ist mir so noch nie passiert. Also, das ist jetzt kein Scherz, das ist wirklich so gemeint. Forstwirtschaft bringt mir halt nicht so wirklich viel, aber ich kann doch nicht immer nur hier auf Dingens gehen. Ich habe doch den Förster hier irgendwo schon angefangen. Hier. Haha, den müsste ich da haben. Verdammte Kacke. Aber ich habe noch drei, dann machen wir es so. Bauen wir einfach einen nach unten. Kornspeicher. Kornspeicher wird hier unten wahrscheinlich was bringen.
170. Ich habe halt nicht so viel Platz in den meisten Ecken. Das ist halt irgendwie doof. Das ist halt wirklich traurig. Wie ich diese Special-Karten kriege, da muss ich tatsächlich auch sagen, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist Gebäude kopieren. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine fette Imkerei nehme, ja? Ich glaube, das war die gute Imkerei. Ja. Okay, es gibt coole Special-Karten, muss ich echt sagen. Und ey, ich frage mich immer noch, wie ich auf diesen ganzen anderen Scheiß komme. So, gar kein Plan. Flachsfelder, über Flachsfelder. So, alles voller Flachsfelder, bitte. Dreihundertzwanzig, dreihundertfünfundachtzig, hundertsechzig. Hundertsechzig ist halt auch. Ey, ich muss echt sagen, ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass wir das jetzt so unglaublich gut hier schaffen. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen lustig. Ein bisschen lustig ist eigentlich zu wenig dafür. Ich finde es richtig lustig. 110, was habe ich denn hier eben gesagt? Ich hatte doch hier irgendwo... Hier oben irgendwo. 130, habe ich ganz viel hier oben. 160, genau 160 war es, ne? Ja. Hey, guck mal, eine Schafweide. Ist ja mal was ganz Neues. Dorfstufe 3. Also wirklich, wenn man hier nur auf Textil geht, ne? Dann hat man eigentlich ausgesorgt. 160, 160, 160, 160. Oh, da könnte ich so noch eine Alm hinbauen. Na komm, dann basteln wir uns hier noch eine hin. Ich bin der Almbastler. Please call me the Almbastler. Irgendwann bin ich der Almdudler. Aber derzeit bin ich der Almbastler. 420, ey. 420, meine Freunde. 420. Höchstbietender ist 420. Hier können wir auch noch. Für ein Gerber, ey. 205 für ein Gerber.
flachsen wir da nochmal hin. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Wir werden dieses Spiel auf ewig weiterspielen, Freunde. Auf ewig. Eigentlich dachte ich, das wird so eine 20-Minuten-Runde, Freunde. Wir sind jetzt bei einer Stunde 30 gleich. 130. Okay, gut. Gut, dass ich das aufgenommen habe, denn das hätte mir niemand geglaubt. 135. Das hätte mir halt wirklich niemand geglaubt. Das muss ich wirklich sagen. Das ist die Frage. Und wenn ich hier so ein... Ich glaube, die war richtig gut. Na. 305. Das ist auch 305. 325. Aber da würde ich gern noch ein Dings hin basteln. Noch eine Alm. Soll noch eine kleine Alm rein. Oh. 235. Es wird immer weniger hier. Das ist ein bisschen traurig. Liegt vielleicht daran, dass ich alles zuklatsche? 300. Zum ersten. 310. 335. Fuck my life. In was für Dimensionen sind wir hier gerade? Ich wünschte, man könnte im Nachhinein die Sachen hier alle noch freischalten, ne? Ich würde zum Beispiel Wissen auch super gern freischalten. Aber ich weiß nicht wie. Ich kann mir vorstellen, dass man die Sachen hier, also Handel zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr in Bergbau gehen würde, auch freischalten kann noch. Und dann können wir halt Wissen noch freischalten. Aber ich weiß halt nicht wie. Also, wie gesagt, wahrscheinlich mit Bergbau, aber ich bin halt scheiße im Bergbau. Das wollte ich gar nicht. Gut. Wir können ja noch irgendwas im Bergbau platzieren. Was uns so gar nichts bringt. 40. 40 ist doch mal eine schöne Zahl. Ich glaube, Transport könnte sich hier oben jetzt mittlerweile auch lohnen. 105. 105 klingt gut. Nehmen wir. Kuhweide. Die kann ich nicht mitten ins Nirgendwo stellen, nein? Schade. Oh, 80. Kuhweide mit 80 ist halt auch nicht schlecht, ne? Packen wir da eine hin. 70, eine kleine Sammlerhütte. Weizenfelder. Wir hatten doch hier irgendwo noch. So. Bergbau. Die Eisenschmelze. So, jetzt können wir mal gucken. Hier. Wir brauchen zwei Dingens. Bei Eisenminen. Was bist du? Steinbruch. Von einer Eisenmine. Eine Eisenmine. Dann müsste da das Ding stehen, die Schmelze. Oh. Naja, oder hier. Aber dann haben wir keinen... Fuck. Das macht mir halt... Minus! Ganz viel! Minus ganz viel finde ich nicht gut. Fuck, da
hatten wir auch schon eine Schmelze. Gibt's doch nicht. Hier macht eine Schmelze gar keinen Sinn. Das bringt mir so gar nichts da. Schade. 45. 50. 110. Also wir werden da nicht weiterkommen. Ich habe mir die Gegebenheiten hier leider verbaut. Das muss ich leider sagen. Hab ich mir verbaut. Das wollte ich gar nicht. Schade. Das war leider dumm. Oh, rein, ne? Von 50, 80, 1 Brauerei für 80 bitte. Metzgerei für 60. 60 ist nicht viel. Ich glaube, das ist so das Einzige. Wir haben was. Bäckerei! Vorhin eine Bäckerei! Wir wollen die Bäckerei haben. 80. 80 beim Wasser. Bäckerei. Oh, eine Bäckerei können wir da hinpacken. Freunde, wir haben wieder was, was wir tun können. Um was Neues freizuschalten. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. 140. Holy. 160. Okay. Wir haben eine Gemeinde und wir haben eine Bäckerei. Da muss hier eine Windmühle hin. Ja, ist jetzt doof, ist mir egal. Und dann brauchen wir Weizen. Oh, Weizen. Weizen, 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 Weizen. Ich habe eine Segelwindmühle. Freunde, eine Segelwindmühle. Ist das hübsch. Boah, ist die groß. Guckt euch das mal an. Schick. Kornspeicher. 130. 140. 150. Ich glaube, 150 hat gewonnen. Kuhweide. Einfach mit rein. Das wäre schön. Hinten könnten wir noch eine Kuhweide machen, aber da kriege ich halt nirgendwo Pluspunkte. Ich will doch Pluspunkte. Ich will die mitnehmen. Stein kriege ich da. Minus 20. Ah. Das ist frustrierend. Sand fänden die auch nicht toll. Kommt hier hinten halt noch eine Kuh hin. Kuh irgendwo im Nirgendwo. Ich glaube, so langsam, ne? Geht's hier echt zugrunde. Ich glaube, so langsam haben wir unser Maximum erreicht. Das sieht gar nicht schlecht aus hier. Die Wildtiere, ja? Die also.
Die können wir gut verarbeiten. Das hört sich böse an. 40. Ich will einfach hier mitten rein was so ein Ding stellen. 100. 110. 115. Mitten im Wald. 115. Ja, kann man viel abtransportieren mitten im Wald. Dann war die 115. 125 hier hinten. Why? Packen wir da noch eine 100 hin? Hier kommt nichts mehr zustande, ne? Ja. Ja, jetzt langsam wird es ein bisschen ungünstig hier. Fünfzig. 95, nehmen wir die noch mit. Noch ein Kornspeicher. Das gibt's doch nicht. 125. 225. Fuck my life. Leute, ich sehe das gleich schon. Die Folge geht einfach 2 Stunden. Weil I don't know. Ich weiß nicht warum. 170. 175. Packen wir da mal was rein. Ich will die Schafe eigentlich nicht schlachten. Ja, eine Brauerei mitten im Wald hat auch was. Eigentlich müssten wir Bergbau. Na komm, nehmen wir den Köhler nochmal. Dem haben wir halt auch noch nichts gemacht. 55. Oder 10. 110 klingt nicht so schlecht. Nehmen wir doch mal mit. Jetzt will ich auf Forst gehen. Und jetzt gibt es hier keinen Forst mehr. Haben nicht genügend Berge dafür. Ich packe jetzt wirklich nur noch ein. Weil ich muss echt gestehen, langsam habe ich keinen Plan mehr, wo ich noch anbauen soll. Es ist zwar ein bisschen traurig, einfach weil ich jetzt schon so weit gekommen bin. Aber ich habe wirklich langsam keinen Plan mehr. 50. Und eigentlich sollte die Folge auch gar nicht so lang gehen. Lieber. Gut. So. Haben wir hier noch irgendwo... So. Können wir überall die Wölfe hinpacken. Die freuen sich.
Brauerei und Windmühle, ne? 100. Es gibt halt so viele Minuspunkte hier hinten, ne? Überall stehen hier schon Windmühlen. Ich habe halt überall Windmühlen reingeflatscht, ne? 25. Hier bringt mir das überall nichts mehr wegen dem ganzen Flachs und den Wäldern, weil die Wälder mir so viel Minus geben. 35, wenigstens das noch. Oh, warte mal. Also. Oh. Zwanzig ist nicht viel. Ist echt nicht viel. Obstplantagen hätte ich gerne in der Nähe für meine Kuhweide. 50. Ich nehme wohl die 50 hier. Freunde, das war's. Ich bin Gemeindestufe 1. Holy moly. Ich habe super viele Erfahrungspunkte gemacht. Und ich muss echt sagen, heftig. Hier, guckt euch die Spieldauer an. Aber Burgfeld Stufe 6, das habe ich vorher noch nicht einmal geschafft. Meistbezogenes Deck, Textil, ja, eindeutig. Also, ich muss echt sagen, Textil und vor allen Dingen die Alm rettet dir scheiße nochmal das Leben. Richtig gut, die Alm. Eindeutig mein Ding, my favorite one. Ich bin richtig schlecht im Bergbau, das merke ich auch immer wieder. Und, schade, da komme ich nicht rein. So. Und hier Siedlung und Gemeinschaft hat sich ja generell schon ausgeschlossen am Anfang. Weil ich mich dann hier für Forstwirtschaft entschieden habe. Fischerei ist tatsächlich auch nicht schlecht. Hätte uns hier, glaube ich, gar nicht so viel gebracht, weil wir ja nur diese kleinen Teiche haben. Die Seen, also das Meer im Prinzip, bringt einem richtig, richtig viel. Handel, habe ich jetzt auch gelernt, ist absoluter Scheiß. Bringt gar nichts. Der Hafen war gut. Die Leuchttürme waren gut. Auf dieser Map halt scheiße, aber sonst, glaube ich, ganz gut. Kultur habe ich schon mal angefangen. Kann ich aber nicht viel zu sagen. Da bin ich gerade so reingerutscht, habe zwei Parks gebaut und dann war ich tot. Handwerk habe ich noch gar nicht reingeschaut. Und Wissen habe ich halt dementsprechend auch noch nie gesehen. Muss ich echt sagen, will ich. Ich will. Ich bin so gespannt. Muss ich wirklich sagen. Aber, ja. Ich würde sagen, wir sprechen das Ganze einfach, weil ja. Und wir gehen zum Hauptmenü. Und ja, dann verlasse ich euch hiermit bei Terrascape. Wenn ihr doch mal Bock auf eine Runde habt, schreibt es in die Kommentare. Sonst werde ich jetzt demnächst einfach erstmal ein anderes Spiel aufnehmen. Ein kleines. Und wie gesagt, das wird dann auch so eine Tagesfolge. Und dann könnt ihr mir mal schreiben, ob euch das Spaß gemacht habt, ob ihr davon mehr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bleiben wir dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!